Hallo Astro-Rebellen, heute ist Merkur rückläufig und er bleibt so bis zum 12. Juli. Merkur wird seine Rücklaufzone letztendlich am 26. Juli verlassen und dann werden die Effekte dieser Bewegung des Kommunikationsplaneten abweichen. So, die erste Rückläufigkeit des Merkurs in diesem Jahr ist im Februar geschehen, wenn ich mich gut erinnere. Und damals war das Thema Medizin auch sehr stark vertreten, denn Fischer ist unter anderem das Thema Heilung, Medizin. Und es gab auch sehr viel Unsicherheit in Bezug auf dieses Thema, weil Unsicherheit tritt sehr oft auf, wenn Merkur rückläufig ist. Warum? Weil Merkur beherrscht unsere Denkfähigkeiten. Auch das Thema Sprache, Kommunikation, Transport, das betrifft natürlich Umzüge, das betrifft auch das Thema Lernen. Wenn man irgendeinen Vertrag unterzeichnen muss, wenn man Post vom Amt bekommen sollte oder wenn man dabei ist, Papierkram zu regeln, das sind auch Merkur-Themen. Oder die eigene Beweglichkeit, psychologisch, mental und auch körperlich, ist von Merkur betroffen. Und alle diese Dinge sind etwas komisch, wenn Merkur rückläufig ist. Dinge funktionieren nicht, wie man erwartet. Es gibt Abbrüche, es gibt Unterbrechungen, es gibt Verzögerungen und vor allem kann es auch vorkommen, dass man öfters Missverständnisse im Alltag erlebt. Nun haben wir Merkur in einem Zeichen, welches mit Empfindsamkeit, Empfindlichkeit stark und direkt verbunden ist. Das ist Krebs. Krebs ist auch die Familie, die Fähigkeit, sich zu Hause zu fühlen. Krebs ist das Zeichen, in dem man sich um eine Angelegenheit kümmert, so wie eine Mutter sich um ihr Kind kümmert. Und deswegen haben wir auch das Thema Sicherheit mit diesem Zeichen und vor allem jetzt, wenn Merkur rückläufig in diesem ist, dann stellt man sich die Frage, fühle ich mich sicher, fühle ich mich geborgen, fühle ich mich zu Hause, sei es bei der Familie, sei es im Job. Ja, also das sind die Fragen, die man sich gerne stellt, weil man sich unsicher fühlt. Und diese Unsicherheit werden wir bis Ende Juli haben. Das wird bei allen Menschen vorkommen, aber nicht gleich. Diese Energien, astrologische Energien, können sich vielfältig äußern. Das muss man immer vor Augen halten. Aber man wird das irgendwie in seinem Leben spüren. Ne? So, das Thema Familie ist extrem wichtig in dieser Zeit. Das Thema Wohnwechsel, Wohnsituation, Mutter, Vater, Schwester, Kinder, das alles kommt zurzeit durcheinander. Und weil man weiß nicht, naja, wie kann ich jetzt meinen Alltag in Bezug auf Familie, in Bezug auf meine emotionale Sicherheit so gestalten, dass ich mich besser fühle, dass ich mich
sicherer fühle. Ne? Das ist einfach momentan die Frage und dieses momentan, wie gesagt, es bleibt bis Ende Juli stehen. Und ich werde euch jetzt sagen, wann habe ich die Zeiten dieses Rücklaufs entdeckt, wo man am meisten Stress haben wird. Und das beginnt schon am 8. Juli und endet letztendlich am 30. Das ist die Spannungsphase. Warum sage ich das? Weil zwischen 8. und 27. bildet der rückläufende Merkur eine Quadratur zu Mars. Mars ist Handlung, Handlungsfähigkeit, Aggressivität, Mut. Und dann gibt es eine Quadratur, 90 Grad Winkelbeziehung zwischen diesen zwei Energien, Planeten, egal wie man das nennen will. Und das kann dazu den Menschen motivieren, ihre Meinung direkt zu sagen. Das Problem dabei ist, dass man vielleicht zu direkt ist, dass man andere Menschen mit seinen Wörtern verletzt. Weil Krebs ist die eigene Verletzlichkeit und auch die fremde Verletzlichkeit. Und hier sollte man auch mit Wutausbrüche aufpassen, wenn wir diese zwei Planeten disharmonisch zueinander stehen haben. Und das sollte man immer berücksichtigen und das werden wir im Juli erleben. Das ist eine sehr hektische, spannungsreiche Energie, die auch weltweit sich als plötzliche Unfälle oder unerwartete Ereignisse zeigen kann, und zwar gewalttätig. Ja? Also das Wort Gewalt gehört zu Mars. Individuell gesehen kann abweichen, ne? Weil wir haben immer eine Palette von Ereignissen, die möglich sind, je nach Energie. Und die Menschen interessieren sich nur für Ereignisse. Oh, was wird passieren konkret? Das Problem dabei ist, bei diesem Gedankengänge ist, dass, oder diese Stellung, dass man nicht versteht, dass Ereignisse vielfältig sein können. Und dass vieles geschieht so, dass man gar nicht merkt. Ne? Also so einfach ist das nicht, dass oh, wir haben Merkur rückläufig und das wird konkret passieren. Nein, das weicht auch je nach Horoskop ab, sowieso. Aber es gibt eine Spannung. Und deswegen muss man hier berücksichtigen, welches Haus in meinem Horoskop wird von Merkur und Mars oder Mars beherrscht. Ne? Je nachdem, welches Haus im Horoskop von diesen zwei Planeten jeweils beherrscht wird, dann kann man sehen, okay, in welchem Lebensbereich diese Energie tätig ist. Und dann kann man mehr und mehr sagen. Aber das ist eine allgemeine Aussage. So, wir haben 8. und 27. Juli, da haben wir Mars Quadrat, den mit dem rückläufenden Merkur in Krebs und Mars. Ich schaue mal ganz kurz, wo Mars sein wird. Im Juli. Genau, Mars wird in Widder sein, so wie ich mir gedacht habe, denn Widder ist auch ein Kardinalzeichen, Action, ja, Action orientiert. Und da sollte man sich vielleicht ein bisschen einschränken im Juli, ein bisschen sich zurückziehen, ja, das würde ich euch allen empfehlen, denn es ist eine störende Kombination, die ich da sehe, ja. Und dann haben wir am 30. Juli eine Opposition zwischen Merkur rückläufig und Jupiter. Und das kann zu Übertreibungen führen. Das kann dazu führen, dass man Dinge anrichtet, die man später bereut. Genauso kann das dazu führen, dass man die Wahrheit, das Wort Wahrheit gehört zu Jupiter,
die Wahrheit über eine Angelegenheit erkennt. Und das wird am Ende Juli geschehen. Diese Erkenntnis der Wahrheit kann auch schmerzhaft sein, je nachdem, welches Horoskop man hat. Als Fazit kann ich sagen, dass dieser Merkur rückläufig in Krebs dazu uns allen dazu bringt, zu überlegen, ob unsere Grundbedürfnisse gesättigt sind, ob wir zufrieden sind mit den Gegebenheiten unseres Lebens, im Sinne von sich geborgen fühlen. Und es ist auch wichtig, dass man seine Grundüberzeugungen in Frage stellt diesbezüglich, ne? Dass man die Fähigkeit hat, die Dinge aus einer neuen Perspektive zu betrachten, so dass man sich inspirieren kann und eventuell zu bestimmten Lösungen gelangen kann. Liebe Astro-Rebellen, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit diesem Video. Ich wünsche euch eine gute Zeit des Merkur rückläufig in Krebs. Viel Glück und wir sehen uns bei den nächsten Videos.